Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Klaueimer-Ukulele. Heute geht es um die Seiten 12 und 13 des zweiten Bandes meines Ukulele-Klaueimer-Lehrwerks. Hier ist er, er heißt Klaueimer für Fortgeschrittene und der richtet sich an alle Menschen, die Band 1 schon durchgearbeitet haben und jetzt ihre Klaueimer-Skills ausbauen wollen. Wer sich überhaupt mal dafür interessiert, was ist eigentlich Klaueimer, der kann ja mal da oben draufdrücken. Da kommt er zur Playlist mit allen Folgen zu dem ersten Band meines Klaueimer-Lehrwerks. Das heißt Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klaueimer. Und beide Bücher kann man in meinem Shop bestellen. Und der Link zum Shop auf meiner Website, der ist unten in der Beschreibung. Also da kann man ja mal gucken. Aber wie gesagt, jetzt sind wir in Band 2 und es geht um das Thema Pull-Off und Double Thumbing in Kombination. Und dann will ich noch das schöne Stück Buffalo Gulls mal langsam und mal schnell vorspielen. Wenn dir das Video gefällt, dann bitte natürlich gerne mal ein Like hinterlassen. Wenn du in Zukunft immer eine Nachricht kriegen willst, sobald ich ein neues Video auf YouTube hochlade, dann bitte abonnieren und die Alarmfunktion aktivieren. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns mal die neue Technik an, Pull-Off und Double Thumbing. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Hammer-On und Double Thumbing beschäftigt. Da ging es um das schöne Stück Angeline, oder heißt es doch Angeline? Ich muss einfach mal nachschauen. The Baker, hier oben kannst du es ja nochmal angucken. Und heute machen wir eben dann mit der Schwester oder dem Bruder des Hammer-Ons weiter mit dem Pull-Off. Und dazu machen wir erstmal die Übung 20 auf der Seite 12. Also hol dein Buch raus und dann geht's los. Wir machen das hier mit dem Zeigefinger und dem Ringfinger, würde ich vorschlagen. Und dann machen wir ein ganz normales Pull-Off. Also das kriegst du, denke ich, hin. Also ist halt wichtig, dass beide Töne annähernd gleich laut sind. Muss man mal schauen. Und dann kommt einfach hinterher ein Double Thumbing. Und dann klingt es so. Ja, und jetzt spielen wir die Übung 20. Bisschen schneller. Also in dem Tempo solltest du es vielleicht können, bevor du dann mit den Stücken anfängst. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal Übung 21 an. Erstmal langsam. Wir nehmen den Zeigefinger dafür. Bisschen schneller. Und Übung 22, da nehmen wir jetzt den Mittelfinger, da haben wir die Finger 1 bis 3 mal durchgemacht. Übung 22, langsam. Bisschen schneller. So, und wenn du das einigermaßen flüssig kannst, dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns auf der Seite 13 das Stück Buffalo Gulls an. Das ist in Band 1 schon drin, glaube ich zumindest. Ja, genau, da steht es auf der Seite 56. Also wenn du willst, kannst du Band 1 nochmal rausholen und diese etwas einfachere Version auf der Seite 56 von Band 1 üben, genau. Und dann kommst du zurück und dann machen wir die Double Thumbing Version. Jetzt gehen wir mal Stück für Stück durch die Sache durch. Wir fangen mit dem A-Teil an, also mit den ersten 8 Takten, die da wiederholt werden. Im ersten Takt braucht man zum Greifen nur den Zeigefinger und der klingt so. Und jetzt lassen wir den Zeigefinger liegen, legen den Ringfinger hier auf den 5. Bund und Pull-Off. Dann wäre es schön, wenn der
Mittelfinger möglichst schnell da liegt. Vielleicht liegt der vorher schon da, wenn du das schaffst motorisch, dass du beide hinlegst und dann das Pull-off machst. Und dann ist er schon da und dann können wir ganz locker spielen. Also nur mal Takt 2. Ich lege schon mal beide Finger hin. Schau mal, ob du das hinbringst. Pull-off. Brush. Und jetzt rutsch mir das ganze Werk runter, so dass der Zeigefinger im ersten Bund liegt und der Mittelfinger im zweiten. Und dann machen wir den Pull-off wieder mit dem Ringfinger. Das ist dieselbe Bewegung, nur halt zwei Bünde weiter unten. Dann klingt es so. Und jetzt rutschen wir wieder nach oben und das ist genau dasselbe, nur halt wieder zwei Bünde weiter oben. Und das war schon der A-Teil, weil der wird jetzt einfach nochmal wiederholt, jedenfalls fast genauso. Wir fangen an in Zeile 2, es geht wieder los mit dem Zeigefinger. Und jetzt ändert sich's, jetzt leere zweite Seite und leere dritte Seite. Und jetzt legen wir den Zeigefinger als Paré hier drauf. Und dann können wir noch einen schönen Brush noch machen. Also der letzte Takt geht dann so, ne? Ja, und jetzt spiele ich mal die ersten 8 Takte, also den A-Teil, ganz langsam im Zusammenhang. Vielleicht kannst du ja schon mitspielen. Nochmal. So, und jetzt knöpfen wir uns den B-Teil vor, also die Takte 9 bis 16. Und da fangen wir mit so einem Double-Thumbing-Lauf an. Da geht es viermal abwechselnd Zeige, Daumen, Zeige, Daumen. Und das klingt dann so, Mittelfinger aus C, Zeigefinger spielt das H und der Zeigefinger spielt dann hier das G. Und der Lauf, den übst du am besten erstmal ein bisschen langsam. Wichtig natürlich, dass beim Zeigefingeranschlag schon der Daumen auf der G-Seite liegt, das weißt du ja. Und dann schau mal, dass du vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit reinbringst. Schau mal, wie schnell du es hinbringst. Und jetzt gute Nachrichten. Schau dir mal den zweiten Takt an. Der kommt dir bekannt vor. Das ist nämlich tatsächlich dasselbe wie oben im A-Teil, der zweite Takt. Also dieselbe Figur, dasselbe Pattern hier. Rutschen. Rutschen. Und jetzt wieder der Lauf. Also du siehst, der B-Teil ist fast deckungsgleich mit dem A-Teil, nur der Takt 9 ist anders und der Takt 13. Jetzt spiele ich aber den B-Teil trotzdem mal langsam im Zusammenhang. Nochmal.
Der Lauf kommt. So, und in dem Tempo versuchst du dich jetzt mal ein bisschen durchzuwursteln. Es ist sehr repetitiv, aber ist ein pfiffiges Stück. Ich könnte mir vorstellen, es macht echt Spaß, das zu spielen. Und irgendwann kannst du es dann vielleicht in einem Tempo, das dem ähnelt, was ich dir jetzt mal demonstriere. Hör mal zu. Also ich hoffe, du kommst mit dem Stück klar und es macht dir viel Spaß. Und wenn du das beherrschst, dann werden wir in der nächsten Folge, hier oben kannst du draufdrücken und dich hinklicken, unsere Kenntnisse in Sachen Pull-Off und Double-Thumbing etwas vertiefen. Da geht es um das Stück My Favorite Shirt auf der Seite 14 von meinem Buch. Viel Spaß mit dem Klauhämmern. Bis dahin.